Ja, hallo wieder mal zu dieser Freitagfolge. Wir haben ja hier diese Woche, wie soll ich sagen, gebündelt Division 2 in the making und mal ausnahmsweise täglich Division 2. Ich wollte mal ein bisschen vorankommen, so könnte man auch sagen, den Osten hier ein bisschen für uns erobern. Ich sehe gerade, ich habe vergessen, auf die Karte umzuschalten, muss ich gerade mal machen. Ich finde das gut, dass wenn man die Karte geht, dass man dann ohne Probleme Division 2 verlassen kann, ohne dass das hin und her switcht. Gut, ja, wir hatten hier nochmal versucht, ein historisches Kunstwerk zu finden, haben es aber nicht gefunden. Also ich wüsste jetzt ehrlich gesagt nicht, wo ich es hier noch sein soll. Normal, wenn man ja in der Umgebung ist, dann reagiert er ja schon drauf. Also es ist, scheint hier definitiv nicht zu sein. Das heißt, es wurde schon eingesammelt, wahrscheinlich. So, wir sind ja hier fast fertig mit dem Urticary Square. Was noch fehlt? Ist das jetzt inzwischen? Nein. Ist noch immer. Auch die Siedlung ist inzwischen wieder eingenommen. Also es ist, ja. Ich finde es teilweise wirklich ein bisschen verzweifelt, weil man kämpft und kämpft und kämpft und man bewegt ja nicht wirklich was mit diesen Kämpfen. Ja, was soll ich sagen? Also, wir brauchen, eigentlich müssten wir hier oben den Kontrollpunkt auch gleich einnehmen, weil wir brauchen definitiv hier einen Respawn-Punkt, denke ich. Obwohl wir können. Ja, obwohl der hier, das ist eigentlich fast gleich weit weg. Also der nützt uns da oben eigentlich nichts. Gut. Wir müssen auf jeden Fall hier noch zwei Funksprüche reinholen. Ich weiß nicht, hatten wir den eben gemacht oder sind wir da bei einem Kampf unterbrochen worden? Auf jeden Fall soll hier einer sein. Und da gehen wir jetzt hin. So, das ist aber die letzte tägliche Folge sozusagen. Ab morgen kommt ein neues Let's Play hier an dieser Stelle. Dann wie immer dienstags, donnerstags und freitags. Und zwar wird das sein Beyond Two Souls. Ein ganz frisch, gerade erst rausgekommenes Spiel. Ist gerade erst letzte Woche erschienen. Gibt es auch kaum Let's Plays zu, habe ich schon geguckt. Also ideale für Was uns entdeckt? quasi. Ist auch ein Remaster von einem Spiel, was es zuvor auf der PlayStation 4 gab, genauso wie Heavy Rain. Ich hatte das gar nicht bei der Spielauswahl auf dem Schirm, weil das da noch gar nicht erschienen war. Und das wird es also ab morgen um 19 Uhr geben. Und Division 2 kommt natürlich weiterhin. Aber dann wieder Montag, Mittwochs, Freitags und Sonntags. Und wir werden heute in dieser Aufnahmesession so viel wie möglich Folgen noch aufnehmen. Weil meine Familie ist mal objüsch ohne mich. Das heißt, ich habe mal ausnahmsweise Zeit, wirklich aufzunehmen. Und von daher werde ich das auch nutzen. Ah, da kommen wir rein. So eine Stelle übersieht man natürlich extrem schnell. Also Beyond Two Souls, auch Mystery Action Adventure. Und ich hoffe mal einfach, dass es länger ist als
Als Draugen, ja, war das. Ist tatsächlich, habe ich das gestern Nacht tatsächlich schon zu Ende gespielt, nach 4 Stunden Spielzeit. Etwas mehr waren es als 4 Stunden. Das war tatsächlich enttäuschend. Das kann ich auch nicht mehr anders und netter formulieren. Das war definitiv zu kurz für ein Spiel, auch wenn es nur 20 € gekostet hat. Aber ich finde einfach, man hat da das Anrecht. Oh, wir haben keinen Schlüssel mehr. Als Spieler zu erwarten, dass Spiele länger sind. Ich vermute mal, dass wir den Funksprung hier auch haben, weil diese Stelle hier ist so entlegen, dass ich mir kaum vorstellen kann, dass das nicht hier gewesen ist, wo das Telefon gewesen ist. Aber wir gucken uns weiter um. Müssen wir leider wieder mal tun. Die letzten Sammelobjekte waren ja leider alle ziemlich versteckt. Da kommt man ja nicht hoch. Nein. Also werden wir auch hier wieder mal einmal ums Gebäude laufen müssen, um sicher zu sein, dass wir wirklich alles haben. Ich meine, ich finde es ja gut, dass wir tatsächlich auch ein paar Sachen eingesammelt haben. Hier sind wir sogar schon gewesen. Ja, das Gebäude ist nicht besonders groß. Gehen nochmal hier rein, um sicher zu gehen, dass wir nicht irgendeinen Durchgang übersehen haben. Nein, hier ist definitiv nichts. Dann gehen wir noch mal weiter außen rum. Ich meine, das ist ja, das werdet ihr jetzt auch haben, wenn ihr zuschaut. Ihr werdet immer wieder so Momente haben, wo ihr sagt so, ah, davon ist doch noch was. Mensch, Ronny, das sieht man doch. Aber es ist ehrlich so, wenn man vor dem Bildschirm sitzt und die Videos guckt, man hat einfach eine andere Perspektive, man hat natürlich mehr Ruhe. Ich wedel natürlich hier ein bisschen hektisch mit der Maus immer hin und her. Da kann man einfach mal was übersehen, auch wenn es offensichtlich zu sein scheint. Nein, hier ist nichts mehr. Ja, hier ist der Hintereingang. Nein, hier ist nichts mehr. Das heißt, wir haben jetzt noch ein einziges Sammelobjekt, was wir hier holen müssen. Und zwar liegt das hier oben. Uäh, nicht so nah an. Und zwar hier soll das liegen. Das ist mal ein weiter Weg. Sonst liegen ja alle Sammelobjekte dicht aneinander. Aber das ist jetzt mal so ein Ausreißer. Wahrscheinlich ein Ding, was man wirklich normalerweise gar nicht finden würde. Und danach geht es in die Dark Zone. Und dann holen wir. Da ist doch irgendeiner gerade vom Dach gesprungen. Ui, Scheiße, da sind ganz viele. Und dadurch, dass ja inzwischen ja auch ein Add-on rausgekommen ist, glaube ich auch nicht, dass die Karte, die ich hier sehe. Ups. Wirklich hundertprozentig aktuell ist. Das glaube ich nicht. Da leuchtet was. Oh.
Ist ja manchmal gut, wenn man mal was langsamer dreht, weil man denkt so, das sieht so aus, als ob da was sein könnte. Dann kriegt man auch manchmal recht. Aber trotz allem findet er hier nichts, obwohl ja hier dieses Sammelobjekt sein sollte. Soll nochmal ein Funkspruch sein. Also gehe ich mal davon aus, dass wir das wohl gefunden haben. Auf der Karte, ob wir richtig sind. Ja, wir sind definitiv richtig. Also. Das war wahrscheinlich hier oben auf dem Dach. Aha, da erkannt. kommt es. Es ist doch an einer etwas anderen Stelle als hier auf der Karte angegeben, ne? Obwohl ich es jetzt immer noch nicht gesehen habe. Wahrscheinlich unter mir. Das nicht? Ach, das ist schon. Da weiß ich nicht, warum die Funktion da noch angezeigt wird. Ich bin nur jetzt etwas baff, weil wir es tatsächlich immer noch nicht gefunden haben. Aber es angeblich hier sein soll. Also suchen wir weiter. Hier oben ist es auch nicht. Es ist im Gebäude. Es ist im Gebäude. Das heißt, also es gibt einen Weg in das Gebäude rein hier, was links neben mir steht. Ein Weg, den ich offensichtlich übersehen habe. Dann gehen wir nochmal hier rauf. Gab es hier offene? Ich meine eigentlich, normal gucke ich immer beim Vorübergehen, ob ich irgendwo offene Fenster sehe. Ich hatte hier in diesem Fall nichts gesehen. Und das ist auch so. Hier sind keine offenen Fenster. Gehen wir mal hier runter, gucken uns das Gebäude nochmal von außen an, weil irgendwo muss ja was sein. Sonst würde er ja nicht sagen, hier ist was. Wäre natürlich schlecht, wenn das eine Mission war, die wir gespielt haben und jetzt nicht mehr auslösen können. Weil dann ist tatsächlich diese Teile hier weg. Ich nehme die Sau. Die verdammte. Ja, nee, das ist von uns. Ja. Also ich wüsste beim besten Willen jetzt nicht, wie ich da reinkommen soll. Jetzt zeigt das da oben drauf an. Hä? Aber dann. Ich bin jetzt schon zweimal da oben gewesen. Ich habe jetzt echt zweimal das Ding übersehen. Okay. Das ist wieder mal ein Funkspruch, den man nicht einsammeln kann. Okay. Gut, dann kann ich es ja nur übersehen. Nun gut, das ist ja nun mal so, wie es ist. Das lässt sich nicht ändern.
Bugs hat dieses Spiel offensichtlich immer noch. So, gehen wir zu DZ East. Da gibt es 4 Sachen, die wir einsammeln müssen. Da ist ein Eingang dahin. Warum liegt... Müssen wir jetzt nicht verstehen, oder? So, ja, zurück zum Safehouse oder direkt an, von hier aus laufen. Das ist... Das kommt jetzt ehrlich gesagt aufs Gleiche raus. Dann können wir auch von hier aus laufen. Oh, ist das ärgerlich. Das ist jetzt schon der 2. Funkspruch, den ich nicht einsammeln kann. Warum auch immer. Mal ganz von den Funksprüchen. Da waren ja bei den letzten Aufnahmesessionen waren ja auch ein paar Funksprüche, die an Stellen waren, die ich gar nicht mehr betreten kann. Und das ist natürlich ärgerlich. Uah. Ich weiß jetzt nicht, warum man mich zu einem Südeingang schickt, weil ich bin ja eine DZ East definitiv schon gewesen. Deswegen, es kann auch sein, dass die Sachen, die hier markiert sind als Sammelobjekte, dass wir die eigentlich schon haben. Hier ist ja eindeutig ein Eingang zu DZ East. Helikopter ist fast in der Bergungszone. Es gibt einfach so Sachen, die muss man nicht immer verstehen. Das ist einfach manchmal so, ne? Heli vor Ort. Sie betreten die Dark Zone. Also wir fangen jetzt direkt an mit dem Objekt hier ganz im Norden. Weil wir ja da fast sind. Das Problem in der Dark Zone, das wisst ihr ja, ist, dass man hier also auch abtrünnige Agenten treffen kann. Und da bin ich natürlich ein gefundenes Fressen für, weil ich de facto alleine unterwegs bin. Und die sind meistens dann zu mehreren unterwegs. Also zu zweit, zu dritt, zu viert. Also wir sind ja auch schon... Ups, nein. Wir sind ja auch schon in der Dark Zone gewesen. Aha, da wird auch ein Gegner einem gezeigt. Genau da, wo ich leider hin muss. Jetzt kann ich hoffen, dass es vielleicht auf der anderen Seite des Zauns war und nicht hier. Ne, da sind sie. Heli kehrt zur Basis zurück. Aber das sah eher aus wie Computergestalten. Die sind nicht so tragisch. Gerade hier die ZIs, da sind die relativ leicht noch. Also hier soll noch ein Funkspruch sein. Aber ich kann mich entsinnen, dass wir hier waren im Spiel und dass ich den eingesammelt habe. Da kann ich mich tatsächlich dran entsinnen. Ich glaube, wir waren aus irgendeinem Grund genau auf der anderen Seite des Zauns. Ich glaube, ich werde die mal angreifen. Aber ich mache hier erstmal, laufe mal hier erstmal ein bisschen zu Round, erstmal ein bisschen. Um sicher zu sein, dass der Funkspruch wirklich schon eingesammelt ist. Ja, scheint da aber. Bergung angefordert. So, dann gehen wir mal los, dann klopfen wir mal hier aus Holz. Der Bergungshelikopter ist fast da. Angekommen.
da habe ich mich eine Nummer zu schwer angelegt, würde ich mal sagen. Ich kann mich hier auch wirklich auf den Kieker hängen. Das sind alles gelbe, na super. Okay, einer ist weg. Hallo? Der will schon wieder keine Granaten schmeißen, ey. Leck mich doch am Arsch. Boah, fuck, 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 fuck. Das war klar. Ich habe noch so schön gesagt, ne, das ist alles kein Problem hier. Also seine Klappe zu voll nimmt. Okay, wo müssen wir jetzt hin? Das scheint hier zu sein. Nein, ein paar habe ich ja gekillt. Das war gar nicht mal so schlecht. Dark Zone betreten. Da ist noch einer. Ah! Gefunden! Lebensfunktionen kritisch. So, jetzt wieder eine Granate schmeißt? Nein. Dieser Bug. Da kostet mir noch irgendwann das Leben. Kann kein Treffer mehr aushalten. Das war ja Gott sei Dank ein leichter Gegner. Zurück. Was schert mich der Helikopter?
elektronisches Gerät erkannt. Klingt aber so, als ob es im Haus wäre. Eintreffendes Frachtflugzeug mit Darkzone-Lieferung. Ja, das sieht aus, als ob es im Gebäude ist. Bergung gefordert. Okay, klingt nicht nur so, sondern scheint so zu sein. Kommen. Dark Zone, die Verrückte duft ein. Gut, wir kommen zumindest rein. Da ist auch das Telefon. Sehr gut. Wir hatten heute wieder Doppelschicht, den vierten Tag in Folge. Und ich komme nicht drum herum, mich zu fragen, was soll das? Warum karren die all diese Sachen hierher? Wir reden über Lebensmittel, Medikamente, Verbandsmaterial, militärischen Kram und eine verfickte Tonne von diesem gelben Pulver, diesem DC-62. Ich habe gehört, in Georgetown ist das wohl nicht so gut gelaufen. Aber ich frage mich, warum zum Henker schicken sie es dann hierher? Vielleicht wussten sie nicht, wo sie es sonst hinbringen sollten. Eine berechtigte Frage, finde ich. Aber ich würde mich echt sicherer fühlen, wenn es woanders wäre. Das glaube ich total. Dark Zone-Lieferung ist erfolgt. Der Bergungshelikopter ist fast da. Haley angekommen. Ups. Der schießt auf mich, Alter. Sehr schön. Sehr schön. Schwere Verwundung entdeckt. Tja, das war's dann wieder mal. Außer Gefecht. Kein Lebenszeichen bei Agent. Und ich habe noch so schön gesagt, ne, die DZIs ist leicht. Und ich begegne hier nur gelben Gegnern. Der Helikopter fliegt zurück. Das ist alles andere, nur nicht leicht. Fuck it. Eintreffende Dark Zone Lieferung. Dark Zone Lieferung verfügbar. Also hier soll irgendwo noch ein Echo sein. Abtrünniger Agent erkannt. Wird aber nichts angezeigt.
drin geagent. Super. Zwei Stück, wenn ich das richtig gesehen habe. Nee. Hier ist nichts. Komisch. Aber ich bin definitiv an der richtigen Stelle. Versuchen wir noch weiter nördlich. Da was ist. Agent getötet. Das wird nix. Das kann ich nicht anders sagen. Das war sonst noch nicht so schwer hier in der D-Set East. Ich bin echt überrascht. Wir haben irgendwie hier den Schwierigkeitsgrad angezogen. Aber hier ist auch dieser, ich will jetzt nicht verfickt sagen, aber dieser blöde, diese blöde Dings ist hier auch nicht. Das war ein Violetter und der hat mich fertig gemacht. Der darf ja schon nicht mehr Warstein. Bergung angefordert. Dark Zone Lieferung trifft ein. Dark Zone Lieferung ist erfolgt. Na super, schon wieder. Helikopter ist fast in der Bergungszone. Wieder Gegner gefunden. Wahrzeichen wird betreten. Medizinische Hilfe erforderlich. Wollen die Blutung stoppen? Gar nicht an den, wenn er überhaupt da ist, ich komme überhaupt nicht an dem an dem Echo dran. Mal davon abgesehen, dass es auch noch einen Funkspruch gibt, ganz am Ende der DZ East, den ich auch noch einsammeln muss. Oh Gott, das hätte ich nicht gedacht, dass ich so hier so schlecht vorankomme. Ich wollte eigentlich DZ East, Judicary Square, Downtown East und Federal Triangle wollte ich eigentlich heute geschafft haben. Das heißt, ein komplettes Gebiet, was mir zählt.
eintreffende Dark Zone Lieferung. Dark Zone Lieferung verfügbar. Oh nee, ich bin schon wieder, Leute. Wahrzeichen betreten. Abtrünniger Agent in der Nähe. Agent kampfunfähig. Agent getötet. Das war direkt vom Schutzraum. Oh Mann, ey. Wieso läuft die Zahl minus beim Laden? Bergung wurde angefordert. Wahrzeichen wird betreten. Abtrünniger Agent erkannt. Wahrzeichen erkannt. Machen wir mal hier jetzt mal rum. Aber warum auch immer, das Echo scheint hier nicht zu sein. Der Bergungshelikopter ist fast da. Schon wieder ein Abtrünniger. Versuchen wir es jetzt mal weiter südlich. Sofortige medizinische Hilfe erforderlich. Na super. Agent außer Gefecht. Kein Lebenszeichen bei Agent. Das war ein Abtrünniger, der mich gekillt hat. Der eine oder andere hat sich vielleicht auch schon gefragt, du kriegst auch immer Hilferufe, warum reagierst du da nicht drauf? Ja, auch das hat seinen Grund. Weil das sind ja fremde Menschen. Und da gibt es ja das Persönlichkeitsrecht, das heißt, ich darf eigentlich fremde Menschen nicht aufnehmen. Das heißt also, ich darf diese Leute nicht aufnehmen. Ich müsste quasi jedes Mal dann, wenn ich eine Hilfeaktion durchführe, fragen, du hör mal, ich würde dich gerne helfen kommen, aber ich nehme gerade für YouTube auf. Bist du damit einverstanden? Und da müsste ich dieses Einverständnis auch tatsächlich irgendwie festhalten. Ja? Also das
dass es legal ist, dass ich also wirklich erlaubt worden bin, diese Aufnahmen zu machen. Und das ist der Grund, warum ich anderen nicht helfen gehe. Normalerweise würde mich das total reizen, ich will, ne, also auch mal anderen helfen zu gehen. Aber unter diesen Umständen kann ich das einfach leider nicht. Ne? Das ist einfach leider so. Ich denke, das ist für jeden auch nachvollziehbar. So, da soll noch ein Funkspruch sein. Das ist natürlich jetzt von hier aus eine weite Strecke zu laufen. Da bin ich mal gespannt, ob wir das noch überleben. Aber das ist wirklich das letzte Item. Warum ich hier diesen Echo nicht finde, ist mir allerdings schleierhaft. Bergung wurde angefordert. Weil normalerweise, ne, müsste ich ja das Echo hier problemlos finden. Weil gerade Echos werden ja eher im größeren Umkreis angezeigt. Abtrünniger Agent in der Nähe. Dieser Abtrünnige. Ja, die haben mich gesehen natürlich. Sofortige medizinische Hilfe erforderlich. Agent am Boden. Agent getötet. Ah, die sind sogar mit 4 Mann. Oh wei. Also da weiß ich ehrlich nicht, ob ob das jetzt irgendeinen Sinn ergibt. Ich versuche diesen Funkspruch noch zu kriegen, weil die sind genau da, wo ich quasi hin muss. Sie betreten die Dark Zone. Helikopter ist fast in der Bergungszone. Bin ich hier irgendwo durch? Das sah ja eher aus, als ob es im oder hinterm Gebäude ist. Heli angekommen. Ja, die sind jetzt natürlich mit Bergen beschäftigt. Die werden also mich in Ruhe lassen. Hoffe ich. Gehst du mal runter? Die erwarten mich jetzt auch förmlich. So, jetzt bin ich auf jeden Fall aus deren Sichtbereich. Das Spiel auf einmal so langsam. Ah, da ist der Funkspruch. Den habe ich zumindest noch gefunden. Jawohl, Leute. Dann hat es sich ja noch gelohnt. So, dann sind wir also in der DZ East fertig. Weiß ich, konnte ich jetzt eine Schnellreise zum Ausgang machen? Weil jetzt müsste ich als nächstes dieses Gebiet hier frei machen. Die Siedlung ist ja eingenommen worden. Ja, da kann ich nicht hin. Lebensfunktionen kritisch. Da kann ich auch nicht hin. Agent kampfunfähig. Zack, das Ende der Division. Agent verstorben. So. Also ich müsste jetzt eigentlich zum südlichen Ausgang, wo immer der jetzt auch ist. Ich finde ihn jetzt gerade nicht. Da kann ich keinen Neustart machen. Okay. Ich kann nur da einen Neustart machen. Also muss ich leider noch aus der Karte rauslaufen, auf gut Deutsch. Fuck. Mann. Warum ist das hier so schwer? Das war doch bisher nie so schwer. Jetzt sind hier raus. Da. Ja, zumindest habe ich jetzt alle Sammelobjekte, obwohl ich das Echo nicht gefunden habe, was auch, woran auch immer das lag.
Und mein Rechner ruckelt jetzt auf einmal. Ich glaube, der fängt an, sich zu überhitzen. Er läuft auf jeden Fall merklich langsamer. Okay, jetzt muss ich jetzt irgendwie noch bis zum Ausgang schaffen. Abtrünniger Agent erkannt. Dankeschön. Die hocken, glaube ich, jetzt hier genau vom Ausgang, ne? Yep. Das ist ja super. Da habe ich es ja super getroffen. Die warten förmlich auf mich. Und wir haben ja noch einen zweiten Ausgang. Dann gehen wir halt in die Richtung. Dann hoffe ich einfach mal, dass ich da lebendig ankomme. So langsam, wie der Rechner gerade läuft, bin ich ein gefundenes Fressen. Sieht fast so aus, als ob die genau dasselbe machen wie ich. Warte. Dann laufen wir wieder zurück in die andere Richtung. Bergung wurde angefordert. Ja, hier sind sie nicht. Wenn ich wieder rückwärts laufen würde, damit haben sie jetzt nicht gerechnet. Sorry, aber die sind zu viert. Da habe ich also gar keine Schnitte gegen. Die haben sich wirklich von der Position wirklich so positioniert, ne, dass sie mich direkt abfangen können. Ja, wir sind raus, wir haben es überlebt. Hot verdummenunder Tü. Scheiße, das war schwer. So, jetzt haben wir nur ein Problem. Wir müssen eigentlich die Folge beenden. Ich überlege jetzt gerade, die drei Sachen haben wir. Da müssen wir eigentlich weiter frei machen. In dem Gebiet. Da wäre es gut, wenn wir zu dem Kontrollpunkt hier reisen und von da aus wieder loslegen, dann in der nächsten Folge, was dann die Sonntagsfolge ist. Also morgen gibt es keine Folge Division 2. Morgen läuft Beyond Two Souls, das neue Let's Play hier auf diesem Kanal. Brandaktuelles Spiel, Action-Adventure, Mystery angelegt. Also ich glaube, das wird richtig cool. Ist ein Remake von Rework von einem PlayStation 4 Titel. Also ich glaube, genau das Richtige. Gibt es auch kaum Let's Plays drüber, also von daher genau das Richtige hier auf diesem Kanal für euch zu gucken. Und von daher, ich freue mich, euch dann morgen zu begrüßen zum neuen Let's Play. Und falls euch das nicht interessiert, aber guckt einfach mal rein, ne? Seid einfach mal spontan, guckt einfach mal rein. Und falls ihr es toll findet, fände ich es toll. Und ansonsten sehen wir uns dann am Sonntag wieder zur nächsten Folge von Division 2. Bis dann, tschüss!